eine Damen und Herren. Ich habe mir heute die Ausstellung angeschaut und als erstes muss ich wirklich sagen, wir müssen Mirek Macke zum Helden der Arbeit machen. Genau. Es gibt ja noch so Ausdrücke aus der alten DDR, die einem unvergesslich sind. Was Mirek Macke aus diesem Kunstverein Montes gemacht hat, das sind ja nicht nur Ausstellungen, er hat ja sukzessive die Räume gesäubert, geleert. Zuerst konnte man ja gar nicht nach unten. Und was da an Schutt herausgetragen wurde, das war harte Thronarbeit. Und wenn man heute in den Keller runtergeht, dann staunt man über diese Hallen, vor allem die eine Säule, das ist ganz fantastisch. Also dieses Gebäude ist, wird abgerissen und jetzt sage ich etwas, wir brauchen einen Kunstverein Montes auch in der Zukunft. Es ist der einzige. Es ist der einzige Offspace in der Stadt Frankfurt. Und Mirek Macke hat mir gesagt, dass das Kulturamt ihm sehr zugeneigt ist, dass sie sich Mühe geben, etwas zu finden. Und es ist nicht aussichtslos. Aber solche Räume, vielleicht nicht in den Ausmaßen, aber solch ein Offspace, der ist eine dringende Notwendigkeit. Ich würde sagen, für viele Künstler auch existenzielle Notwendigkeit. Als ich heute da durchging, habe ich einige Dinge gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich kann natürlich nicht alles erwähnen. Aber gleich vorne diese Arbeit von Jan Lotter, ich weiß gar nicht, ob er da heißt. Wo ist der Jan? Nirgends. Der Jan Lotter, das sind in der Wand, und ich werde ganz bewusst zuerst diese Arbeit Lippen zu sehen. Und wenn man in diese Lippen hinein pfeift, bläst, dann kommen an einer anderen Stelle, wo drei Löcher sind, Töne heraus. Das übersieht man. Also wenn Sie jetzt heute da durchgehen, schauen Sie sich es genau an. Das ist dasselbe mit der Arbeit von der Anja Stjoka. Hier im Boden gibt es eine Versenkung. Darin ist ein antiquarisches Buch zu sehen, ein Roman über Lola Montes. Und ich finde auch so etwas ganz wunderbar. Pippi Lotti-Rist hat mal im Boden, in einer Versenkung des Bodens, eine Tänzerin gezeigt. Und die war nur so groß. Und alle Leute sind darüber hinweg, man muss es wirklich entdecken. Dann, ja, muss ich sagen, dass Georgin, das Graffiti, Bayerle, wirklich eine unglaublich gute Wandarbeit ist. Überhaupt die Streets, die Graffiti-Leute, die Street-Art-Leute sind überzeugend deshalb, weil sie große Flächen im Griff haben. Das sieht man sofort. Und dieser eine Georgin,
Das ist gleich hier hinten mit dem Namen Bayer. Da sieht man, der Typ beherrscht die Dimension. Da wird nicht gefummelt. Da sind Entscheidungen getroffen worden. Natürlich gibt es eine Künstlerin, die mir auch am Herzen liegt, das ist Margit Seiler, ist, Margit, wo bist du? Ah, hier oben, sie winkt mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann und sie hat diesen weiblichen Torso aus Wimstein gemacht und ich finde, das ist eine unglaubliche Sensibilität, das spürt man. Ich sage immer, es gibt nichts zu erfinden heute, aber vieles zu entdecken. Also wenn ich einen weiblichen Akt male, meiner Geliebten, und jemand kommt und sagt, wie kannst du weiterhin einen weiblichen Akt malen, nachdem es schon 2 Millionen gibt, da kann ich nur sagen, mein Herzblut ist da eingeflossen. Und dann spürt man das so wie die nackte Maya von Goya. Es gibt nichts zu erfinden, aber vieles zu entdecken. Kai Teichert hat unten ein Darkroom geschaffen, der sehr beeindruckend ist. Kai Teichert hat Hinweise gegeben, indem er erigierte Schwänze gemalt hat. Und ich habe selten so profilierte, physiognomisch herausragende Schwänze gesehen, wie er sie gezeichnet hat. Dort hinten ist die Valentina Stanojev. Heben wir den Arm. Genau. Und sie hat Scherenschnitte, die macht sie schon lange. Ich habe von ihr 2 zu Hause. In Bezug auf den Marquis de Sade. Und sie hat sie hier im Raum verteilt. Und das sind wirklich auch eindrückliche Arbeiten. Ich glaube, es ist so, dass all diese Arbeiten hier, wenn das dann abgerissen wird, auch verschwinden werden. Auch Florian Heinke, ist der Florian hier? Er ist nicht da. Hat unten ein sehr schönes Bild mit einer Hand und darauf steht Truth. Aber der R fehlt. Und dann ist mir auch noch das Gesicht, das in die Wand gemeißelt ist, von Niklaus Nessler aufgefallen. Und auch alle diese Dinge sind, werden eliminiert oder nicht mehr zu sehen sein. Das erinnert mich an eine ganz grandiose Wandarbeit, die sowohl mal der Jonathan Borowski bei uns in der Kunsthalle Basel, aber auch der Erik Fischer direkt auf die Wand gemalt haben und alle diese Arbeiten wurden übermalt und existieren nicht mehr, außer Fotos. Heute kann man sich so etwas oft gar nicht mehr leisten. Da werden die Arbeiten auf die Leinwände gebracht und die Leinwände so auf die Wand gebracht, dass man nicht sieht, dass da eine Leinwand als Grundierung besteht, um sie in der Folge abnehmen zu können und dann auch dem Markt zur Verfügung stehen. Das ist auch etwas, was Mirek Macke auszeichnet. Er hat ganz bewusst eine Laborsituation immer wieder gefördert. Er hat mir auch immer gesagt, weißt du, ich weiß nicht, ist das nun etwas Gutes oder weniger gut, aber irgendwo, man muss den Leuten eine Chance geben. Und das zeichnet ihn aus. Und deshalb meine ich, braucht es die Fortsetzung. Und wenn jemand von Ihnen etwas weiß,
was eine Fortsetzung sein könnte. Denn es sind ja nicht nur Künstler hier, oft switcht die Information von Person zu Person. Man hört etwas, dann tun sie ihr Bestes, dass dieses hier eine Fortsetzung findet. Ich möchte damit enden und sagen, das ist kein endgültiges Ende mehr, sondern ich ende hier für den Neubeginn. Okay? Gut. Danke fürs Zuschauen.